Herzlich willkommen zu diesem Mitmach-Workout. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und Lust habt, mit mir 30 Minuten Full Body trainieren. Full Body, und ich habe am Schluss des Trainings noch ein Bauch-Workout mit reingepackt. Also ich hoffe, ihr habt Motivation. Bevor wir starten, abonniert doch gerne meinen YouTube-Kanal. Ich lade immer mal wieder Mitmach-Workouts oder andere Fitness-Tipps hoch. Und ich habe auch mal unten unter diesem Video in der Infobox meine Social-Media-Kanäle verlinkt, weil auch da teile ich eigentlich jeden Tag regelmäßig Trainingsideen, Trainingstipps, Rezepte, also alles, was man so braucht, um von zu Hause aus fit zu sein. Ich liebe Homeworkouts und ich habe mir heute einen Homeworkout rausgesucht, wo ihr außer jetzt einer Matte, einem Handtuch, einer Decke keinerlei Equipment braucht. Also wir trainieren einfach nur mit unserem Körper. Homeworkouts sind effektiv und ich versuche es relativ realistisch darzustellen, weil ich genau weiß als Trainer, ich arbeite ja auch im Studio, wo so die Knackpunkte der Leute sind, und ich weiß auch, dass viele Leute oft noch gar nicht so fit sind und wirklich noch ein bisschen Abstufungen in verschiedenen Workouts, in verschiedenen Übungen brauchen. Und das habe ich versucht, jetzt alles in ein Workout zu packen, und wir haben jetzt zusammen genau noch 30 Minuten und lasst uns mit dem Warm-up starten. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Erste Warm-up-Bewegung von 4. Wir öffnen mal die Beine etwas weiter als hüftbreit. Stellt euch locker hin, kreist einmal die Schultern rück. Let's go. Erste Warm-up-Übung für alle. Armkreise. Versucht tief ein- und auszuatmen. Stell dich erstmal ganz aufrecht in eine gute Position. Und beschreib große Kreise aus den Armen. Aus den Schultergelenken, öffne weit. Also ein kurzes Warm-up ist immer ganz wichtig, das mache ich jede Runde. Jedes Workout gibt es erstmal Aufwärmtraining. Auch um, dass man sich erstmal auf das Training einstellt, der Körper warm wird, die Muskeln warm werden und generell mal einfach so ein bisschen in Fahrt kommt. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Nächste Bewegung. Über Kreuz tappen wir Ellenbogen, Knie. Zieh hier zu. Zieh hier zu. Wenn ihr merkt, es fällt euch schwer, diese Überkreuzbewegung mit dem Ellenbogen ans Knie, könnt ihr auch genauso gut die Hände nehmen und tappt hier, okay? Ansonsten richtig groß zusammenziehen. Das machen wir 8 weitere Mal. Durchatmen. 4, 3. Warm-up-Übung Nummer 3 ist ein lockeres Dribbeln einfach am Platz. Lauf dich warm, atme tief ein und aus und rollt richtig gut über eure Füße ab. Von der Fußspitze zur Ferse. Wir atmen gut durch. Sehr schön, immer noch weiter dribbeln, bewegt so ein bisschen die Arme mit, bewegt den Schultergürtel. Noch 8, 7, 6, 5, immer noch 4 weitere Male, 3. Jetzt dribbeln wir mit den Beinen leicht nach außen. Okay, Übung Nummer 4, Squats. Also ganz safe kommen im Workout jetzt gleich auch Kniebeugen vor. Und die bereiten wir jetzt mit der Aufwärmübung schon mal gut vor. Achte mal drauf, dass dein Kopf, die gesamte Rückenposition richtig gerade und aufrecht bleibt. Schiebt das Becken nach hinten, setzt dich zurück. Stellt euch einfach vor, ihr wollt euch auf den Stuhl setzen, der relativ weit hinten ist. Po, Becken, unterer Rücken ziehen weit nach hinten.
Und jetzt fangen wir an, werden immer ein bisschen kräftiger. Wir schieben mit der Schuhsohle bei der Aufwärtsbewegung fest in den Boden. Beine beugen, strecken, beugen, strecken. Wir machen heute auch nur ganz klassisches Squats nachher. Also es gibt heute einfache Übungen, dass jeder mitmachen kann. Keine komplizierten Kombis. Wir atmen durch. 8 Squats mehr. Hier. Sehr gut. Im besten Fall wird es euch jetzt schon ein bisschen warm. Wir wiederholen trotzdem nochmal eine Runde Warm-up. Alle Übungen nochmal. Noch 2 Squats. Der letzte. Super. Kurz mal marschieren. Beine öffnen. Alles von vorne. Hier richtig tief ein- und ausatmen. Zieh dich lang. Vier, drei, zwei, direkt Knie, Ellenbogen, Züge, über Kreuz hier, groß und zieh, zieh, Crunch zusammen, sehr gut macht ihr es, jawohl, immer weiter und zieh, wollen warm werden. Mehr, dann kommt das Dribbeln auch direkt hinten dran. Noch 4 Knie, 3. Wir starten das Dribbeln. Wir laufen hier einfach am Platz. Schultern mitnehmen, Arme mitnehmen. Laufen. Durchatmen. Über den Kopf hier die Schuhsohle rollst. Klopf richtig zum Schluss mit den Fersen auf den Boden, sodass ihr, Achtung, von unten über die Waden, über die Oberschenkel die komplette Beinmuskulatur aktivieren. Ja, dass sie in Fahrt, dass sie warm wird. Und jetzt öffnet die Beine. Squats, zweite Runde, 8 Stück. 7. Jawohl, sehr gut. Die 4, das sind die 3, 2 und dann machen wir noch eine Mobility-Übung, dafür stellen wir uns zum Abschluss des Warm-ups nochmal richtig weit in eine große Grätsche. Zieh dich jetzt mit beiden Armen nach rechts, wipp hier ganz weich, dreimal in die Flanke, wechsel nach links, lockere 3 Wippen, es geht nach unten rechts, wir gleiten am rechten Bein tief. Wippen uns hier auch dreimal nach unten und links. Nochmal oben starten. Oben rechts. 3 lockere Male wippen. Links. Atme tief ein und aus. Mach den Körper weich und richtig gut gedehnt. Und einbewegt starten wir gleich ins Workout. Eine letzte Runde nochmal. Zieh dich hier lang. Öffne die Flanke. Nach links. Gerade beim Warm-up die Dehnung nicht halten, sondern weich wippen, ganz dynamisch. Das ist dann eher Mobility-Training, das tut vorm Workout gut. Super. Perfekt. Unser Training startet. Wenn ihr möchtet, trinkt ihr immer zwischendrin einen Schluck. Wenn ihr merkt, ihr habt jetzt Durst, trinkt einen Schluck Wasser, könnt ihr euch gerne noch holen. Ich ändere jetzt erstmal den Intervalltimer, den starte ich jetzt, und zwar damit das Homeworkout jetzt in 30 Minuten gut zu regeln ist, arbeiten wir mit Intervallen. Ja? Wir machen jetzt immer 30 Sekunden Einheiten und natürlich müsst ihr erstmal wissen, was wir machen. Es gibt 3 große Blöcke und in jedem dieser Blöcke gibt es nur 2 Übungen, die wir immer im Wechsel ausführen. Ganz einfach, schaut einfach erstmal zu. Ich zeige euch die ersten beiden Übungen von Block 1. Wir machen Squats, wie könnte es anders sein? Und zwar eher Squats. Die Arme sind jetzt hier gestreckt und lang. Unser Körper ist richtig lang. Brustkorb ist angehoben. Und jetzt gehen wir mit unserem Becken nach hinten und beugen. Und pushen uns wieder hoch.
Die Air-Squat-Bewegung ist eine relativ dynamische Squat-Bewegung in schön schnellem Tempo. Erste Übung. Und die zweite ist, wir bleiben 30 Sekunden unten und pulsieren einfach nur im Squat. Und das wird dann einfach nochmal wiederholt. Das heißt, erster Block ist jetzt richtig gut für die Beine spürbar. Stellt euch hin, macht die Arme lang. Erste Runde, Air-Squat startet ab jetzt. Immer das Gefühl haben, mein Becken zieht nach hinten runter und dann hier pusht die Arme, spann den Bauch, spann den Po. Mach dich stabil. Jawohl, super. Tief hoch, tief hoch, tief hoch. Ist wie so ein kleiner Windzug, der am Körper vorbeizieht, deswegen eher Squats. Arme hier. In 3 Sekunden sinken wir langsam in die Squat-Position und sind jetzt. Bleib hier und pulsiere am unteren Punkt. Jetzt fühl mal richtig, wie dein unterer Rücken lang wird. Geh gefühlt mit dem Gewicht nach hinten auf die Fersen. Ich weiß, es fühlt sich dann gemeiner in den Beinen an, aber genau das wollen wir ja. Wir wollen ja die Beine trainieren und hier schön pulsieren. Kopf ist oben, atme ruhig und tief. 6 Sekunden, dann kommen wieder die Air-Squats. Okay. Könnt einmal kurz die Beine durchschütteln. Wir wiederholen diese beiden 30 Sekunden Einheiten noch einmal. Wieder gerade ziehen, lange Arme. Achtung, Air-Squats. Geht tief. Gib richtig mit den Armen Push. Spann den Bauch, spann den Po. Dynamische Squat-Variante. Becken geht rück, push. Becken rück, push. Solltest jetzt merken, dass du Beine trainierst, das wäre super. Okay. Arme hier in 3 Sekunden, gehen wir nach unten und pulsieren. Achtung jetzt. Find unten den Punkt. Auf und ab. Super. Und wir atmen schön und wir spüren die Beine. Wenn du mein sein willst, wipp hier richtig gut rein. Auf und ab, Kopf oben, durchatmen. Erster Block haben wir gleich geschafft. Tief und hoch, tief und hoch, tief und hoch. Der zweite Block ist etwas Cardio-Training. Da könnt ihr direkt mitmachen, weil die Übung kennt ihr schon aus dem Warm-up. Es kommt ein Dribbeln, 30 Sekunden plus Boxen mit den Armen. Ja, los geht's. Ich mache mal die Musik ein bisschen lauter. So, hier. Schieb die Arme nach vorne, beweg die Beine, atme ruhig. Und versuch jetzt nochmal richtig Gas zu geben in dieser Bewegung. Kleines, schnelles Dribbeln plus Arme boxen. Spätestens danach seid ihr alle wach, ich verspreche es euch. Super, schau mir zu. Zweite Übung, wir machen uns lang. Über Kreuz ziehen wir abwechselnd an die langen Beine hier, Tap vor. 30 Sekunden. Mach dich lang, kick das Bein, Tap nach vorne. Jawohl, komm. Hopp. Hopp. Super. Wieder das Dribbeln mit Box. Achtung, Startklar machen. Zweiter Durchgang. Let's go. Jetzt richtig Gas geben. Box die Arme. Schnelle Füße. Zieh die Oberschenkel hoch. Atme ruhig. Jawohl, sehr gut. 10 Sekunden mehr. Push, push. Immer dieselbe Stelle treffen. Okay, in Bewegung bleiben.
geh nach oben. Wir machen uns ganz lang. Wir atmen und zieh. Zieh, klappt Messer im Stehen. Das aktiviert schon ein bisschen den Bauch. Zieh dich hier zu. Ganz gestreckte Arme, gestreckte Beine. Der Rumpfcrunch ein. Zieh. Zieh. Das ist der zweite Block. Haben wir in 7 Sekunden geschafft. Perfekt. Für den dritten Block, deswegen habe ich meine Matte schon hier liegen, brauchst du jetzt die Matte. Und auch die besteht aus 2 Übungen. Jetzt kommt der Rumpf dran. Und schau am besten erstmal zu, bevor du runtergehst. Die erste Übung ist eine Kombination aus Rückentraining und Brust. Wir legen uns auf den Bauch. Die Finger, die Daumen zeigen nach oben. Arme sind in einer U-Halte. Du liftest dich nach oben. Du hältst hier kurz die Spannung. Dann legst du die Hände rechts und links neben die Schulter und spannst den Körper fest, drückst dich stabil in einen Liegestütz hoch. Und diese beiden Bewegungen kommen in stabilem Rumpf immer im Wechsel. Ganz wichtig, weil hier dieser Druckbewegung hoch in den Push-Up und auch beim nach unten gehen, lass den Körper richtig fest. Spann hier festen Gürtel um die Körpermitte. Die zweite Übung ist dann gleich nochmal im Stütz. Und zwar machen wir dann Mountain Climbers. Das ist die fortgeschrittene Variante, schnelle. Wenn du Anfänger bist, kannst du das auch hier langsamer machen. Das wäre langsamer. Und das wird jetzt schwierig, weil es ist fast immer dieselbe Übung. Die Arme, die Schultern, die Brust, die sind sehr mit angespannt. Und wir trainieren jetzt gut den Rumpf. Ihr habt 7 Sekunden Zeit. Legt euch in die Bauchlage. Nehmt die Arme in ein U. Achtung, ganz gestreckte Position. Rückenlift. Hände neben der Schulter, drück dich hoch. Ihr könnt ganz langsam diesen Wechsel machen, sehr fließend, aber ruhige Bewegungen. Sehr gut. Der Körper bleibt stabil. Spür bei dem Heben den Rücken und spann dich hoch. Bleib jetzt hier oben. Atme durch, Blick ist Richtung Boden. In 3 Sekunden geht's los. Achtung, Mountain Climber. Entweder die schnelle Variante, das machen die Fortgeschrittenen unter euch, oder Anfänger ziehen ruhiger und wenn es gar nicht mehr geht, haltet ihr einfach im Stütz. Sekunden mehr, gleich haben wir den ersten Block geschafft, dann kommt das noch einmal. Okay, hier haben wir eine Pause, wir legen uns runter für 10 Sekunden, nehmen die Arme wieder in die U-Form und wenn es klingelt, jetzt startest du wieder. Rückenlift, drück dich hoch. Rückenlift, Bauch und Po fest, schieb dich hoch. Nochmal, Rückenlift und schieb dich hoch. Noch einmal, dann gehen wir hoch in den Stütz, halten hier, sortieren uns gut. Machen uns startklar für die letzten 30 Sekunden. Hier, Mountain Climber. Blick zum Boden, atme ruhig. Du schaffst das. Ich weiß, es ist gemein. Aber wir haben es direkt danach geschafft. Und die große Runde ist vorbei. Jawohl. Super. Durchatmen, schüttel die Arme durch, komm mal nach oben hoch. Also spätestens jetzt trinken wir alle mal einen Schluck.
jetzt diese drei Blöcke, die Squats, das Dribbeln, aber nur noch 20 Sekunden. Also es wird jetzt deutlich kürzer, dafür mache ich keinen Stopp mehr. Ihr kennt jetzt alles, atmet nochmal durch, stellt euch in die Squat-Position, erst Squats und pulsieren, Achtung. Jetzt geht's los. Geht tief, hoch, tief, hoch. So Leute, jetzt dürft ihr nochmal Gas geben. Das wird unsere letzte Runde Full Body. Danach kommt nämlich der Bauch. Also nutzt deine Zeit. Jetzt bist du hier, jetzt machst du mit. Jetzt nutzt die Zeit. Das lohnt sich immer. 20 Sekunden pulsieren. Geh mit mir tief. Jetzt. Auf und ab. Rutsch schön nach hinten. Kopf oben. Yes. 10 Sekunden. Lass uns mal ein bisschen unsere Beine ärgern. Wir wippen mal richtig groß. Sehr gut. Und hoch. Nochmal wiederholen. Arme sind lang. Rücken ist gestreckt. Bauch fest. Erst kurz. Let's go. Tief. Richtig spann den Bauch, spann den Po. Zieh hier fest. Eine gute Beinposition finden. Langsam in den Squat nach unten. Und hier nochmal pulsieren. Auf und ab. Erster Block. Wenn wir das jetzt hier mit dem Pulsieren erledigt haben, können wir einen Haken dran setzen. Es kommt danach das Dribbeln, Leute. Hier schön spüren, 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 spüren. Jawohl. Dribbeln und Box. Das finde ich hat Spaß gemacht. Cardio. Und go. Jetzt fokussiere dich nur noch mal auf dich. Spür richtig deinen Körper arbeiten. Atme ruhig ein und aus. Und beweg dich schnell. Sehr gut, komm, wir geben Gas. Nach oben lang, auseinanderziehen, Körper strecken, durchatmen und Crunch zu, Crunch zu, spüre den Bauch. Jawohl. Komm, nochmal das Dribbeln. Wir machen uns Startler in die Kampfposition. Let's go, Leute. Beine schön hoch. Weiche Knie. Wenn du richtig Gas geben willst, zieh die Knie hoch. Hier, dribbel schnell. Jawohl. Bisschen schütteln immer. Nie ganz stehen bleiben in der Pause. Wir ziehen unsere Arme lang. Und wir starten mit Crunch. Klappmesser im Stehen. Danach gehen wir in die Bauchlage. Wir haben genau 10 Sekunden Zeit, wenn es klingelt. Bauchlage. Lieblingsübung kommen jetzt. Arme hoch halten, Daumen nach oben, Körper lang. Lift Rücken, setz die Hände neben der Schulter, push up. Arbeite hier ganz ruhig. Wenn es klingelt, machen wir noch eine kurze Runde weiter, weil wir haben Zeit. Die 10 Sekunden Pause. Wir bleiben jetzt oben. Beim nächsten Mal bleibst du oben. Und komm in den Mountain Climber. Blick zum Boden. 20
8 Sekunden hier. Schnelle Laufbewegung. Der verbrennt richtig gut Kalorien und trainiert auch den Rumpf und die Bauchmuskeln. Und wie gesagt, Anfänger gerne langsamer. Letzte Runde. In die U-Halte. Achtung. Lift dich hoch. Und push up. Wir sind im Rücken, im Oberkörper sehr stabil. Halt den Bauch fest, wenn du hochgehst. Und wenn du tief gehst. Mach noch weiter. Wir haben noch Zeit. Das nächste Mal, wenn du dich hochdrückst, hältst du oben. Jetzt. Letztes Mal der Morgenduschhalme. Jeder wählt seinen Löffel. Und wir atmen durch. Und es fühlt sich anstrengend an. Bei mir auch. Ich finde es gerade auch richtig anstrengend. Die Kombi hat es in sich. Wir haben es geschafft. Setz dich runter. Schieb mal den Po ganz weit nach hinten. Mach dich lang. Leute, das ist schön. Wir sind richtig gut in der Zeit. Und wir haben noch Zeit für unser Bauchtraining. Die letzten 5 Minuten konzentrieren wir uns auf den Bauch. Wir bleiben jetzt bei unserer Zeitspanne von 30 Sekunden und wir machen jede Übung, die jetzt kommt, 3-mal. Die erste Übung, schau mir zu, unser Kopf liegt, Arme liegen. Wir können die Füße kreuzen und wir machen Beckenrollen. Anfänger rollen klein nach oben. Und stabil rück, Fortgeschrittene können richtig hochrollen in die Kerze. Und das machen wir 3x 30 Sekunden. Immer eine kurze Pause dazwischen. Los geht's. Jeder sucht sich seinen Level raus. Ganz wichtig, fühl, dass die Arme, Kopf und Schultergürtel entspannt sind. Die liegen ruhig. Ich will nicht sagen, die haben Pause, aber die geben nur unten am Boden Halt. Das sind die unteren Bauchmuskeln. Jawohl. Ausatmen, hoch. Kurze Pause. Beine mal ausschütteln. Arme mal locker lassen. Füße schon mal kreuzen. Spannung ins Becken. Es geht los. Zweiter Durchgang. Es hilft immer, wenn du bei der Aufwärtsbewegung ausatmest und spann gut Beckenboden, Po und Bauchmuskeln ein. Zieh dich hier eng nach oben. Zieh dich eng. Und wie gesagt, wenn du merkst, du kommst noch nicht so weit hoch, dann rollst du einfach ruhiger das Becken. Kurze Pause. Jetzt kommt der dritte Durchgang. Einmal haben wir noch. Unsere Arme liegen entspannt. Und 3. Los geht's. 3x 30 Sekunden Beckenlift. Beckenroll. Unsere Bauchmuskeln. Jawohl. Super. Beine auf den Boden, durchschütteln. Zweite Bauchübung ist jetzt für die geraden Bauchmuskeln. Wir lassen die Füße alle am Boden ruhig stehen und nehmen die Hände und verschränken die hinterm Kopf. Ellenbögen weit auf. Die nächste Bewegung ist jetzt erstmal hier eine klassische Crunch-Bewegung. Wir heben Kopf, Schultergürtel hoch und tief in schnellem Tempo und ziehen uns zur Zimmerdecke hoch. Ja? Probiert es mal aus, es geht erst in 6 Sekunden los. Da könnt ihr das Tempo richtig anziehen. Reißt nicht am Kopf, am Nacken. Der liegt locker in den Händen, das sind die Bauchmuskeln. Das ist der Level 1 für die Anfänger. Wir machen den alle. Und beim zweiten Durchgang zeige ich euch eine Variante. Und dann kann jeder wählen, was er macht. Erstmal alle diese Übungen. Crunch.
kleine, schnelle Hoch und Tief. So, Pause machen, Kopf mal zu mir drehen. Du kannst das jetzt entweder wieder so machen oder du nimmst die Arme hier vorne und rollst dich weich hoch und tief. Nächste Runde startet. Das wäre jetzt hier der Sit-Up. Und bei dem rollen wir uns mit schön fest die Füße in den Boden rammen, rund auf und rund ab. Jeder wählt jetzt raus, was er machen möchte, welche Variante. Atme durch. Versuch hier wirklich dich mit einem schönen Doppelkinn, mit einem runden Rücken nach oben und nach unten auf und ab zu rollen. Richtig fließend. In langsamem, gleichmäßigem Tempo. Und wer das nicht machen möchte, macht weiterhin die untere Bewegung. Alle eine Pause. Übungswiederholung 3. Überleg entweder die Arme hinterm Kopf, kleine, schnelle. Oder nochmal das Aufsetzen. Achtung jetzt. Wenn du dich aufsetzt, müssen deine Füße fest am Boden stehen bleiben. So viel Kraft brauchst du im Bauch, dass das funktioniert. Überprüf das nochmal. Stell dir richtig vor, die Füße rammen in den Boden und mit viel Kraft rollst du dich weich auf und ab. Atme aus nach oben und ab. Aus nach oben. Sehr gut. Es kommt jetzt unsere letzte Runde. Und die letzte Runde ist nochmal für die schrägen Bauchmuskeln. Und zwar machen wir Bicycle Crunch, einen sehr ruhigen. Und es gibt jetzt die letzten 3 halbe Minuten. Dann ist das Workout zu Ende. Hier. Über Kreuz tappen wir Ellenbogen, Knie. Langsam. Und es geht noch nicht los. Leg die Beine auf den 90-Grad-Winkel. Stütz die Hände hinterm Kopf. Roll Kopf und Schulter hoch. Tapp jetzt langsam. Nächste Seite. Wir halten immer kurz. Das macht die Übung richtig fies. Der Ellenbogen, der nicht tappt, ist am Boden. Ein Ellenbogen am Knie. Andere am Boden. Schau mal nach, ob das geht. Langsam. Wir drehen uns mit. Wir schauen mit in die Seiten. Außen vorbei. Wow, schräge Bauchmuskeln. Jetzt brennt der Bauch. Merkt ihr es? Macht eine Pause. Zieht die Knie mal rein. Atmet durch. So, Achtung. Nächste Runde. Beine auf 90 Grad. Zieh langsam. Zieh langsam. Versuch das richtig akkurat nochmal auszuführen. Langsames Tempo, immer schön schräg. Und fühl nochmal gut die Bewegung nach. Hier sind wir seitlich. Hier sind wir auf der anderen Seite. Und hier. Und hier. Durchatmen. Okay. Wer jetzt noch Power hat, darf den dritten Durchgang noch einmal richtig schnell machen. Und dann haben wir es geschafft. Beine auf 90 Grad, Hände in den Kopf, los geht's. Jetzt ziehen wir hier das Tempo an. Das, Leute, ist der Endspurt von unseren 30 Minuten Full Body und Bauchtraining. Und ich glaube, ich spüre den Bauch. Oh, atme durch, los, komm, auf geht's. Das schaffen wir jetzt auch noch. Wir sind schon unter 10 Sekunden. Und dreh, dreh, dreh. Geschafft. Ganz ausstrecken. Einmal durchschütteln. Mach dich lang. Nimm die Arme nach oben. Und dann stell die Füße nochmal kurz auf den Boden. Lass einfach 8-mal deine Knie sehr locker von Seite zu Seite fallen. Und dreh dich gegen. Schau einfach von den Knien weg. Versuch die Flanke weit zu machen. Der Kopf rollt richtig schwer am Boden. Noch 2. Wir halten in der Mitte und kommen jetzt für die letzte Übung zum Abschluss des Workouts. Erstmal kurz in den Sitz und dann noch einmal nach oben in den Stand. So, Leute,
öffnet die Beine. Wir machen die Übung aus dem Warm-up. Und zwar jetzt viel entspannter und ruhiger. Oh, fühl mal, wie jetzt sich dein Körper anfühlt. Der ist jetzt wahrscheinlich angestrengt, aber fühlt sich gut an, oder? Wir sind jetzt richtig geschwitzt und haben es geschafft. Das waren 30 Minuten Workout at home, ohne Equipment, einfach nur mit dem Körpergewicht, mit dem Power aus deinen Muskeln. Lass hier locker. Entspannen. Noch einmal nach unten, weich abrollen, tief, locker, locker, locker und wechsel. Sehr schön. Perfekt. Ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch mein Training gefällt, also entweder diesen Kanal abonnieren auf YouTube oder schau einfach mal auf meine Homepage fettetech.de. Da starten immer wieder neue Kurse und vielleicht passt es gerade und bald startet ein neuer Kurs, da kannst du dich informieren. Ansonsten einfach auf Social Media gucken. Vielen Dank fürs Mitmachen. Auf Wiedersehen. Bye.